In einem ersten Bauabschnitt bekommt die Kreisstraße zwischen Braderup und Munkmarsch eine neue Fahrbahndecke. Ab dem 18. März ist die Straße für die Zeit der Bauarbeiten voll gesperrt. Bis zum 3. Mai müssen die Verkehrsteilnehmer Umwege in Kauf nehmen. Im Zuge der Fahrbahnerneuerung wird auch der Radweg mitsaniert. Ab dem 6. Mai folgt dann die Straßenerneuerung zwischen Braderup und Wenningstedt.